Reifen waren nicht mehr aufgepumpt, als sie es hätten sein sollen und Batterie war angeschlossen. Maschallah, knackiger als Lena, Digga. Digga. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend, außer wenn ich diesen Schnee hier überall sehe, dann wieder komplett ab. Aber Mai, wenigstens ist es nicht zu kalt. So, was habt ihr diese 2 Monate getrieben? Wie war euer Neujahr? Wie war euer Weihnachten? Wie war alles andere, was dazwischen war, seit dem Winterpause-Video und diesem Video? Ich will noch mal ganz kurz anmerken, das ist jetzt noch nicht der offizielle Beginn des nächsten Jahres für mich. Also des nächsten YouTube-Jahres, meine ich. Sondern ich lade das Video jetzt einfach so hoch, weil ich gerade Bock habe und weil gerade schönes Wetter ist. Eigentlich wollte ich gestern schon aufnehmen. Ja moin, die GoPro erstmal. Die GoPro lag seit 2 Monaten auf meinem Tisch rum und hat nichts gemacht. Dadurch kompletter Akku entladen, war auf 0%. Also habe ich die GoPro geladen, kurz bevor ich losfahre. Ich habe es bis 30% hochgeschafft und dachte mir dann, ja egal, kannst du nur 15 Minuten aufnehmen. Du willst eh nicht viel machen, du willst nur ganz kurz reden, kleine Updates geben, was in diesen 2 Monaten passiert ist. Da reichen 30%. Ich mache die GoPro an. Ich setze sie auf meinen Kopf und ich höre schon, wie sie da anfängt rum zu piepen. Dachte ich mir nur so, Digga, was ist jetzt schon wieder los? Schaue ich sie an. Digga, Akku einfach leer. Akku hat sie einfach komplett verabschiedet. Von 30% auf 0% in, ich glaube, 9 Sekunden habe ich aufgenommen. Ja, moin, Digga. Da habe ich einmal komplett aufgeladen über die Nacht hin und her. Da habe ich auch einen Testlauf gemacht. Jetzt nimmt alles wieder normal auf. Ich denke, es lag auch mehr daran, dass der Akku nicht wirklich fest drin saß, weil als ich den Media Mod aufgemacht habe, da war die Batterie dann irgendwie nicht ganz so fest, wie sie eigentlich sein sollte. Die ist ja eh nicht wirklich fest, aber die war wirklich locker. Also, so ist die GoPro umgedreht und der Akku ist rausgefallen sozusagen. Von da nehme ich heute auf. So, was gibt es zu erzählen? Wie man sieht, bei uns in Bayern hat es geschneit. Ich glaube, eine Woche lang hat es geschneit. War die ekligste Woche, die ich je hatte. Überall mit dem Matsch, mit dem Salz, mit dem Schnee. Richtig. Wieso kann es nicht einfach wieder 35 Grad haben? Aber ja, das Bike hat überlebt. Ich habe es echt nicht erwartet, dass das Bike das alles schafft, weil ich es halt nicht wirklich gut überwintert habe. Also Tank war fast voll. Reifen waren nicht mehr aufgepumpt, als sie es hätten sein sollen. Und Batterie war angeschlossen. Gestern starte ich das Bike nach 2 Monaten, ne? Digga, läuft wie eine 1. Wie an dem Tag, wo ich sie gekauft habe. Bike sieht jetzt natürlich aus, als ob eine Bombe eingeschlagen wäre, Digga, weil ich gestern durch ein bisschen noch nass gefahren bin und alles. Bah! Ansonsten, YouTube, was wollte ich noch sagen? Mein Motorradschein, für den ich mich beworben habe. Ich will ja den A-Schein machen und ich bin auch genehmigt worden, den machen zu dürfen. Ach, und dann kam die Situation, wie sie jetzt nun mal so ist. Das bedeutet ungefähr so viel. Seit 3 Monaten sitze ich zu Hause, kann nichts machen, weil unsere Arbeit schließen musste. Und seit 3 Monaten sind die Fahrschulen geschlossen und ich kann da nichts machen. Natürlich könnte ich jetzt rein theoretisch zu meinem Fahrlehrer sagen, beziehungsweise ihn anrufen und sagen, hey, ich würde sofort die Prüfung machen, ohne mich darauf vorzubereiten, wenn ich halt Bock habe, 120 Euro aus dem Fenster zu schmeißen. Eher nicht so geil, meiner Meinung nach. Weil man muss ja dafür wieder diese Tests machen und hin und her. Und dann irgendwie wurde die erweitert, die Prüfung jetzt noch. Weil, keine Ahnung, wenn ich sehe, wie manche Autofahrer fahren, kann ich es verstehen. Das Problem ist, glaube ich, die Erweiterung. Für den Unterricht gibt es aber nur für Motorradfahrer, wo ich mir auch denke, Digga. Aber hey, wir sagen nichts dazu. Ich wollte eigentlich noch was zu meinem Urlaub sagen, in dem ich ja war. Erstmal das Beste ist, ich war im Urlaub. Eine Woche oder 2, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war nur eine Woche, weil ich keinen Bock auf noch mehr hatte. Dann bin ich zur Arbeit gegangen. Ich habe 8 Tage, ich weiß es doch ganz genau, eine Woche und am Montag habe ich gearbeitet. Dann kam die Meldung, wir müssen zumachen. Digga, hätte ich 2 Wochen Urlaub genommen oder 2 Wochen und 1 Tag Urlaub genommen, dann hätte ich bis jetzt auch chillen können dort. Aber nee, Digga, wegen einer Woche Urlaub, dann fahre ich nach Deutschland zurück, arbeite eine Woche. Digga, jetzt 3 Monate zu Hause sitzen. Aber hey, zu meinem Bike. Ich bin, als ich unten war dann, bei meinem Onkel und so, der hat auch ein Bike. Ich glaube, eine Kawasaki, boah, ER500 oder sowas, ist ein altes Ding. Hat 90.000 Kilometer drauf, klappert überall. Da ist mein Motorrad im Vergleich dazu wirklich ein Neufahrzeug. Und ich habe Angst, wenn es bei mir ein bisschen komische Geräusche macht. Digga, bei dem, tschau Leben. Aber was man ihm lassen muss, nach 90.000 Kilometern, Digga, diese Kupplung, maschallah, knackiger als Lena, Digga. Kann ich den so bringen? Wow, Lena ist ja voll jung und so. Voll so jung und knackig. Ja, ich kann nicht eigentlich schon.
Ja, ich glaube, weil niemand die kennt, der meine Videos schaut, außer vielleicht Lena und Osan. Hoffentlich schaut mal anders meine Videos. Egal, den hau ich jetzt so raus. Auf jeden Fall. Digga, diese Kupplung. Also bei mir, oder ich meine jetzt nicht die Kupplung, ich meine mehr den Schalthebel unten. Ne? Bei mir ist es so, ich ziehe die Kupplung und dann habe ich so ein kleines Spiel, bis der Gang reinkommt. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder nicht. Ich habe mich jetzt schon daran gewöhnt. Moment, ich probiere es mal jetzt. Ich glaube, es ist nicht der Weg. Ich glaube, ich habe es gerade erst realisiert. Nee, bei mir muss man einfach die Kupplung bzw. den Hebel mehr ziehen, damit der Gang eingelegt wird. Und bei ihm ist es wirklich, Digga, du tippst da ein bisschen an, zack, umgeschaltet. Aber es fühlt sich halt auch echt viel besser an als bei mir. Also bei mir, das fühlt sich richtig schwammig irgendwie an, auch wenn es wahrscheinlich so vorgesehen ist und so sein soll. Bei ihm ist halt echt, drückst ein bisschen drauf, zack, im Gang drin. Klappert irgendwas rum, Auspuff brutal laut, ich glaube, das ist nicht eingetragen. Ne? Natürlich ist eine 500er, das ist halt heftiger Unterschied. Also ich denke schon so auf meiner 250er, der ja das taugt, dann bin ich seine gefahren. Natürlich auf 48 PS runtergedrosselt. Lieber deutscher Staat, ich habe nicht das Gesetz dort gebrochen und bin mit einer 60 PS Maschine gefahren. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die hat echt nur 48. Er hat irgendwie, er weiß es glaube ich selber nicht, wie viel PS die hat und im Fahrzeugschein konnte ich nichts rauslesen. Aber auch dieser Unterschied zwischen 500er und 250er, Bruder! Aber Digga, auch die Power, die so eine 500er hat, das ist halt, man muss halt sagen, es ist wieder fast doppelt so viel PS wie meine Maschine. Das macht natürlich einen fetten Unterschied dort. Und es ist halt tausendmal chilliger, weil es ist halt so eine Naked Cruiser mäßig bisschen angelehnt und nicht so aggressiv Supersport, wie ich hier gerade unterwegs bin. Digga. Im Übrigen, die komischen Geräusche, die dieses Bike von sich gibt, von ich ja, ich glaube schon mal was angesprochen habe und jetzt auch in diesem Video kurz. True Story. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich fett geworden bin. Weil, wenn ein Sozius hinten drauf ist, dann werden die Geräusche lauter. Und je schwerer der Sozius hinten ist, desto lauter sind diese Geräusche. Also muss ich abnehmen, damit das Bike wieder normal laufen kann und sich normal anhört. Ansonsten YouTube, ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Like da. Mir fällt gerade ein, das ist beides genau das gleiche, was ich hier erzähle, Digga. Abonniert den Kanal, schickt das Video an 5 weitere Leute, die sollen auch abonnieren und das Video liken. Bis dahin, schöne Zeit, hoffentlich ist bei euch wärmer als in München. Wir sehen uns, yalla.